Hallöchen, meine lieben Pikachus, was geht ab? Ich heiße euch herzlich willkommen zu einem Loophole, zu einem weiteren Video auf meinem Kanal, liebe Freunde. Wir werden heute natürlich wieder viel Spaß haben. Bevor es allerdings losgeht, kurze, kleine, aber wichtige Ankündigung. Ich habe ja immer gesagt, ja, demnächst kommt mal wieder ein Fortnite-Video auf meinem Zweitkanal. Jetzt ist es soweit, es ist online. Der Link zu dem Video ist ganz oben in der Beschreibung verlinkt. Klickt da einfach mal drauf, egal ob nach dem Video, während des Videos oder was auch immer. Klickt einfach drauf, gönnt euch das Video. Da seht ihr nämlich, wie ein PC-Spieler Fortnite auf der PlayStation spielt. Also mal was ganz anderes, wird interessant. Schaut euch das wie gesagt an, falls ihr Bock habt. Ansonsten, ja, bleibt jetzt dran, denn hier geht's auch weiter mit einem Minecraft-Video. Ich wünsche euch viel Spaß dabei, lasst mir einen Daumen nach oben da, abonniert diesen Kanal, abonniert auch meinen Fortnite-Kanal, wie gesagt, Link ganz oben in der Beschreibung, ist beides kostenlos und aktiviert bei beiden die Glocke, damit ihr da keine weiteren Videos verpasst. Wir legen jetzt los, ich wünsche euch viel Spaß bei diesem Video. Huh, was ein anstrengender Anfang. So, also auf jeden Fall steht hier schon mal Welcome to the Loophole, also willkommen zum Loophole. Ein Platz oder ein Ort, wo nothing is as it seems, also wo nichts so ist, wie es scheint. Alles klar, gutes Denglisch hier. Start, wir drücken drauf und haben auf jeden Fall Hints und Answers. Okay, das packen wir erstmal weg, denn das wollen wir ja nicht sofort benutzen. Und da ist ein Fortnite-Block. Oh, das ist von damals. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch an die Folge Trap House OP Battle erinnert. Ich habe das Texture-Pack gerade drin. So, jetzt sieht es wieder normal aus. Es ist eigentlich ein Emerald-Block. Gut, also hier steht ein kleiner Troll. Was ist da? Hä? Ach so, es ist sogar wichtig und die meinen hier kein Troll im Sinne von Prank oder sowas, sondern ein Troll, der ja sehr viel Verwüstung immer gemacht hat und sehr viel zerstört hat. Und dann hat er einmal mit TNT etwas hinter sich zerstören lassen. Und jetzt kommen wir zu einer wichtigen Sache. Hier steht nämlich, dass er sich bei der Zerstörung genau die Reihenfolge der Blöcke gemerkt hat. Und zwar Cracked Stone, Bricks, Sandstone, Orange Wool, Dirt, Granit, Stone and Diorite. Also ist alles quasi die Reihenfolge. Ich glaube, die ist nämlich wichtig. Und hier steht nochmal so ein kleines Sätzchen, so dass danach ein Erdbeben und sowas kam. Mit, ja, ich glaube, Verstecken, weil hier steht quasi immer bei manchen Wörtern der erste Buchstabe in einer bestimmten Farbe. Aber wir behalten das Buch und merken uns das auf jeden Fall, weil ich glaube, das könnte noch wichtig werden. Und ich weiß noch nicht, ob wir alles in einem Part schaffen. Es soll aber eine coole Puzzle-Map sein, deswegen bin ich gespannt. Okay, wir müssen hier ein Emerald reinschmeißen, um durch die Tür zu kommen. Da haben wir ein Emerald, aber natürlich können wir das nicht abbauen. Okay, hier geht's runter. Hier ist ein Geheimgang. Okay, ich bin gespannt. Was finden wir hier unten? Wir finden... Hallo, kann ich hier durch? Bitte? Jawohl. Wir finden... Oh mein Gott. Okay, ich flieg nicht runter, wollte ich gerade sagen. Ich bin runtergeflogen. Warum bin ich runtergeflogen? Zur Hölle. Mann. Aber... Ah doch, hier auch noch hin. Aber sonst komme ich nicht weiter. Hä? Ich komme ja jetzt schon nicht mal weiter. Was zur Hölle muss ich machen? Emerald, Emerald, Emerald. Ah, Momentchen mal, ich habe eine Idee. Ich habe ja gerade noch vorgelesen, dass das anscheinend wichtig sein könnte. Hier, Cracked Stone Bricks. Aha, sind hier irgendwo Cracked Stone Bricks? Sehen wir das irgendwo? Das ist das hier, ne? Ja, seht ihr, seht ihr, seht ihr. Das ist das. Und der nächste Block in der Reihenfolge, ich hoffe, das klappt jetzt so, wäre Sandstein. Wo ist Sandstein? Das ist Sandstein, ne? Das ist Endstein, das ist Sandstein. Ja, es klappt, okay, es klappt. Wir müssen also genau auf diese Blöcke achten. Richtig geil. Orangene Wolle ist hier. Jawohl. Der nächste Block ist dann Dirt und dann kommt Granit. Wo ist Dirt? Alter, Dirt ist da. Oder ist hier noch vor? Ach ne, hier ist auch Dirt. Ja, hier ist auch Dirt. Oh mein Gott, und jetzt kommt Granit. Das ist Granit, ne? Ja, und was kommt nach Granit? Das habe ich mir nicht mehr gemerkt. Nach Granit kommt normaler Stein. Ja, und dann kommt Diorit, bla bla bla. Ich glaube, das ist das, aber ich müsste auch hier eigentlich sofort durchkommen. Jawohl. Und jetzt haben wir einen Smaragd. Wunderbar, jetzt töte ich mich auch mal ganz schnell, weil dann bin ich sofort wieder oben. Okay, und jetzt müsste ich normalerweise das Ding hier reinschmeißen. Und die Tür geht auf. Perfekt. Das ist doch mal eine coole Map. Also die gefällt mir auf jeden Fall bis jetzt. Und hier steht Click, Paper und XP können wir uns hier geben. Okay, XP habe ich aber schon genug. Okay, jetzt habe ich zwei Papers. Answer in lowercase letter. Okay, also kleine Buchstaben. Aber auf was muss ich denn antworten? Okay, also ich musste mir jetzt einen Tipp suchen aus dem Hintbook, weil ich nicht weiterkam. Und hier steht, sobald man also den Emerald in den Hopper geworfen hat, müssen wir auf die vierte Seite unseres Buches schauen. Denn dort finden wir quasi mit diesen Buchstaben irgendwie, ja, ein Wort oder sowas. Deswegen schaue ich mir das mal an. Also vierte Seite. Ich glaube, es sind die farbigen Buchstaben gemeint.
So, es steht hier C-L-E-I-R-C. Kann man daraus ein Wort bilden? Also Clerk ist schon mal nichts. Kerr, ne, geht auch nicht. Sir, Circle vielleicht? Heißt Kreis auf Englisch. Wäre jetzt das Einzige, was passt. Oder passt das? C-I-R-C-L-E. Circle sollte passen. Ich probiere es einfach mal aus. Ich meine, ich kann ja nichts verlieren. Ich habe nichts zu verlieren. So, Circle und wir haben Circle hier stehen. Wenn es klappt, dann klappt's. Wenn es klappt. Perfekt. Okay, nice. Aber man muss auch erstmal drauf kommen, dass man überhaupt, ja, quasi die Buchstaben hier benutzt. Ich hätte ja alles benutzen können. Hier stand nirgendwo was von irgendwie ins Buch schauen oder so. Aber gut, dafür haben wir das Tippbuch. Little Red Arrows are useful. Hatten wir ja schon mal. Also kleine rote Pfeile sind brauchbar, benutzbar oder sonst was. Und jetzt muss ich hier irgendeinen Code reinschmeißen? Okay, was steht denn hier? Receive Info. Ah, okay. Strange Book. Wir haben jetzt hier so ein File mit ganz vielen Codes. Das ist ein Link. Okay, also ich habe es jetzt nicht eingeblendet, aber der Code hat mich zu einem YouTube-Video vom Map Creator geführt. Ist sogar ziemlich jung, man hat ihn nämlich da gesehen. Ich will es aber jetzt nicht einblenden, aus rechtlichen Gründen oder so, lieber nicht. Er hat aber gesagt, dass der Code, ich habe ihn kopiert, er hat den da in die Beschreibung gepackt, hat gesagt, er ist pretty impressed, dass ich, upsala, ich muss erstmal umbenennen, ne, muss ich jetzt nochmal zurück, ja. Dass ich schon so weit gekommen bin, vielen Dank. Und der Code ist 1945. Jawoll, was endete in diesem Jahr, Leute, schreibt es in die Kommentare. So, den Code muss ich jetzt hier reinschmeißen, kann das sein? Ja, und jetzt ist irgendwo was aufgegangen. Da, okay, ein Button. Der hat noch irgendwas verschoben. Oh, da, okay. Und da steht, a new place has opened up, go to the fountain. Okay, dann gehe ich wieder mal zurück. Ich finde das Konzept echt geil, weil hier quasi in so einem kleinen Raum so viele verschiedene, ja, Sachen, oh, da ist eine Kiste, versteckt sind. Und wir haben einen Diamanten, perfekt. Jetzt können wir nämlich wieder hochgehen. Wir werden es sehen. Jawohl, sie geht auf, perfekt. Hier sind viele Feuerstellen. Ich gucke mal, dass hier nichts hinter versteckt ist, weil das natürlich gut sein könnte. Das ist ein sehr gutes Versteck sogar. So, kann man sich für Trap House OP Battle mal merken. Aber wir haben jetzt hier quasi eine... Ah, wir haben eine Spitzhacke bekommen. Kann abbauen, Schwamm und da muss ein Golden Apple rein. Ich muss nochmal gucken, wie ich wirklich an so einen Golden Apple rankomme. Aha, okay, ich checke es. Ich weiß ungefähr, wie ich rankommen werde. Das tausche ich jetzt einfach mal gegen Kürbis aus. Keine Ahnung warum, aber was anderes kann ich nicht machen. Kann der Kürbis irgendwas abbauen? Nee. Wie bekomme ich jetzt die Slimes weg, ist die Frage. Ein Drachenei müssen wir da rausschmeißen. Okay. Kürbiskerne. Tauscht der irgendwas gegen Kürbiskerne? Ja. Kürbiskerne und Papier. Aha. Okay. Also, wie viel Papier wollte der haben? Der wollte 5 Papier haben. Dann kann ich jetzt einfach mit einem Button neues Papier holen, würde ich sagen, oder? Ja. 5 Papier, das sollte eigentlich klappen. Wir tun das einfach mal hier rein. Wir haben jetzt Kürbiskerne und ein Goldblock. Perfekt, was können wir jetzt tauschen? 2 Goldbarren und 22 Goldklumpen, dann kriegen wir ein Golderz. Und danach brauchen wir noch einen Kürbiskern, um an die goldene Karotte zu kommen. Okay, macht alles irgendwie Sinn. Also, ich habe jetzt hier Goldklumpen und das. Das sollte eigentlich reichen, jawohl. Dann haben wir Golderz und dann können wir das mit dem tauschen. Ah, wir brauchen 2 davon. Ah, okay, ich verstehe es. Das musste man vorher wissen. So, und jetzt kann ich aber 2 davon reinpacken, 1 davon hier reinpacken und wir haben eine goldene Karotte. Die kann ich jetzt zu einem goldenen Apfel tauschen und wir haben einen goldenen Apfel. Perfekt. Habe ich jetzt hier reingeschmissen und ich habe einen Pfeil bekommen, der das hier abbauen kann. Perfekt. Was handelst du denn? Oh, ich habe auch einen Kuchen bekommen, sehe ich gerade. Kuchen gegen Prismarin. Aha, also muss ich mich wieder hochhandeln. Okay, das mache ich schon mal als erstes. Und jetzt brauche ich einen so einen Block für Kristalle. Wie mache ich denn jetzt den Block? Irgendwie so? Ist das der Block? Ich denke, das war ein anderer Block, oder? Ja, ich habe keine Ahnung, wie ich den Block mache. Prismarin und ich habe Prismarin-Ziegel. Vielleicht Ziegel... Ah, ne, das ist Prismarin. Ah, okay. So, jetzt habe ich's. Und jetzt bekomme ich das hier raus, Prismarin-Kristalle. Und mit diesen Kristallen kann ich, denke ich mal... Oh, wir brauchen nochmal Papier. Mit denen kann ich, denke ich mal, eine Seelaterne machen. Ich weiß es aber nicht ganz genau. Ich muss jetzt erstmal schauen. So, ich mache mir mal hiervon ein paar. Dann kann ich das nämlich umswitchen zu den Teilen. Und jetzt gucke ich mal, ob ich das hier, ne, so zusammenfügen kann. Geht nicht. Dann müsste ich mal googeln. Okay, ich glaube, ich weiß wie. Es war irgendwie so. Jawohl, da haben wir die Seelaterne. Und jetzt brauchen wir nur noch Zettel. Davon hole ich mir jetzt auch noch ein paar. So, 14 sollten auf jeden Fall reichen. Und jetzt kann ich mir mit diesen beiden Sachen hier... dem und dem
ein Drachenei holen und diesen muss ich jetzt hier reinschmeißen. Und dann geht hoffentlich die Tür auf. Jawohl, perfekt. Richtig geil. Shiny Yellow Apple brauchen wir jetzt. Dafür brauche ich Slime. Aha, wie bekomme ich jetzt noch mehr Slimes? Da liegt auf jeden Fall noch was. 5 Stück habe ich jetzt schon. Jetzt fehlen mir nur noch... Okay, to get to the last one, click on enter. Hä? Verstehe ich nicht. To get the last one. Also mir fehlt nämlich nicht nur einer, sondern mir fehlen 2. Aber muss ich jetzt auf dieses erste Schild? Ich weiß noch, dass da Enter stand ganz am Anfang. Aber ich schaue nochmal nach. So, kann ich hier draufklicken? Ah, und jetzt habe ich noch einen bekommen. Jetzt kam ich wieder back. Ist jetzt hier noch einer? Ne, hier ist keiner mehr. Lol, aber jetzt fehlt mir immer noch einer. Da stand, um den letzten zu bekommen. Aber irgendwie fehlt mir einer leider. Das ist komisch. Oder liegt hier noch einer irgendwo rum? Ne, ich sehe hier keinen. Oder ist hier einer? Ach, hier ist einer reingeflogen. Ja, okay, nicht so praktisch. So, und jetzt kann ich hier einen Shiny Golden Apple bekommen. Schmeiße ihn rein und bin im nächsten Raum und in einen noch weiteren nächsten Raum. Alter, was ist denn jetzt los? Oh mein Gott, hier ist irgendwas. Aha. Was ist hier? Lol. Was ist hier los? So, ich will stehen bleiben. Ich will stehen bleiben. So, perfekt. Ist das schon das Ende? Nee, oder? Aha, das ist noch lange nicht das Ende. Dann versuche ich mich mal hier durchzuschlingeln. Das sollte aber kein Problem sein, irgendwie hier durchzukommen. Obwohl es ziemlich verwirrend wirkt. So eine 3-Millionen-Tür-Labyrinth oder sowas. Moment, wo geht's denn jetzt entlang? Hier, okay, hier ist ein Button. Ach so, der macht nichts. Da ist aber ein Holzbutton. Wieso komme ich denn hier nicht hoch? Okay, hier komme ich jetzt durch. Da kommt man irgendwie nicht hoch. Keine Ahnung warum. Hier ist ein Holzbutton. Ah, und der macht die Tür auf. Okay, macht Sinn. Dann muss ich da wahrscheinlich... Hoppala, durch. Hier nochmal den Knopf öffnen. Und jetzt komme ich hier durch. Hab noch einen Holzbutton. Wurde gekillt, aber ich habe einen Hebel bekommen. Habe ich schon gesehen. So, wo kann der drauf platziert werden? Smaragdblock. Alles klar. Platziere ich mal drauf. Und... The Loophole! Das war die Map. Krass. Ich habe sie relativ schnell beendet. Der Map-Bauer hat angegeben 45 Minuten. Ich habe 22 gebraucht ohne Cuts. Also war doch schon mal ganz gut. Vielen Dank fürs Zuschauen, liebe Freunde. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Ich fand die Map sehr, sehr gut gemacht. Falls ihr das auch so seht, dann lasst einen Daumen nach oben da. Schaut bei meinem Zweitkanal vorbei. Wie gesagt, da kommt genau jetzt zu dem Zeitpunkt auch ein Fortnite-Video online, wie ein PC-Spieler auf der PlayStation Fortnite spielt. Das ist sehr, sehr interessant. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Lasst mir einen Daumen da auch nach oben da. Und abonniert beide Kanäle kostenlos. Wir sehen uns morgen beim nächsten Video wieder. Ciao, ciao. Ich liege immer höher. Euer Beats.